Wir können essen, ne? Mahlzeit. Guten Appetit. Ja, guten Appetit. Ja, das sagt man immer, ne? Mahlzeit. 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 Sagt man so auf Holländisch, die Mahlzeit? Nee, schmackelig essen. Eat, heel, schmackelig. Ja, international, international. Sag es mal. Nein, sie sagt es nicht. Nein, die isst auch nicht. Die isst auch nicht. Das kann ich immer so süß an. Holländisch? Ja, auch ein bisschen, als wenn die einen verarschen wollen, aber. Scheveningse Schaats, Schaats, Scheveningse Schaats, Scheveningse Schaats, Schaats, ook een scheve Schaats. Is maar wat besser. Ja, oké. Weet je wat ik ganz toll, wo wir jetzt gerade über Holland sprechen? Mhm. Hier, Mayonnaise. Da können wir uns ja auch bei Ernährung unterhalten. Ja. Sie fasten. Habt ihr keine Allergie? Nein. Ich hatte auch bei normalerweise sitzt man doch, ich habe keine Allergie, aber normalerweise sitzt man ja am Tisch und hat mindestens immer eine. Einen, der kein Milch, Gluten, Laktoseintoleranz, nein, alles Hochzucker. Das nicht. Nein, habe ich alles nicht. Ich lehne das aber auch ab. Meine einzige Allergie ist auf Männer. Ja. Das ist auch gar nicht mal so. Sie übernimmt. Man sitzt diese Seite da. Genau, Milja und ich essen erstmal. Okay, lass uns mal essen. Susanne, warum isst du denn eigentlich nicht? Weil ich Heilfasten mache. Wie lange? Ich mache das wegen meines Rheumas und deswegen muss man, wenn man einen Effekt haben will auf so Autoimmunerkrankungen, muss es mindestens 3 Wochen machen. Also eigentlich Ramadan? Nee, Ramadan hat ja den Vorteil, dass man abends sich richtig die richtig einen reinhauen kann. Ob das auch so gut ist, weiß ich nicht. Nee, gut ist es sicher nicht, aber... Nichts, null? Genau, nichts. Meine Mutter sagt dann auch immer, aber vielleicht ein kleines Stückchen Huhn, sage ich. Nein, nichts. Wenn dann, aber ein Kartoffelchen. Macht dir das aber nichts aus, jetzt hier zu sitzen und das leckere, die Hollandaise in Hommage an Mareike? Und die Mayonnaise. Doch, das macht mir natürlich was aus, weil selbst wenn man keinen Hunger hat, man hat keinen Hunger, wenn man eine Weile gefastet hat. Aber das Problem ist, das Gehirn weiß ja, oh lecker, esse ich gerne, will ich haben. Und deswegen will ich es natürlich auch gerne haben, aber ich weiß, dass es eine Viertelstunde dauert. Bei Mareike vielleicht sogar noch ein bisschen weniger. Und dann ist alles wenn weg. Es weg ist, ach so. Und dann ist es weg und dann kann ich wieder. Wieso bei mir weniger? War ein Witz, Mareike. Scherz. Ich glaube, diese sprunghafte Vermehrung dieser ganzen Nahrungsmittelintoleranzen liegt daran, dass viele Frauen sich nicht gerne rechtfertigen. Wenn ich jetzt sage, wenn ich abends beim Essen bin und ich muss sagen, nee, kein Brot für mich. So, dann geht man ja ganz, weil man sagt, ich achte auf mein Gewicht, ich esse keine Kohlenhydrate, ich esse das nicht. Dann ist man gleich die Spaßbremse des Jahrhunderts. Wenn man aber sagt, vertrag gar kein Gluten. Ja, ja. Oh, okay, ja, dann ist ja was ganz anderes. Ja, aber anders. Das ist nun mal wieder übertrieben. Ja, aber man so habe ich nicht gelebt. Aber du musst einfach sagen, es kaufen heute Leute, die keinerlei Probleme mit Gluten haben, kaufen glutenfreie Lebensmittel, die teurer genau, sind das, und leider auch meistens schlechter schmecken. Das ist ja eigentlich nur der Klebestoff in den... Ja, und sie wissen wahrscheinlich noch nicht mal, was es überhaupt bedeutet. Na ja, so, das sind, aber das weil sind sie aber denken, es macht mich schlank. Mhm. Und wenn du Menschen sagst, ich mach dich dünn, machen die das alles mit? Machen sie alles. Genau. Ja, und ich meine, man muss auch wissen, dass manche dieser Ernährungen ja auch zu einer absoluten Mangelernährung führen. Also Veganer haben ein ganz großes B12-Problem. Das kann man natürlich lösen, aber ja, aber das ist ja irgendwie auch irgendwie schon absurd, eine Ernährung zu haben, wo du Nahrungsergänzungsstoffe dazu nehmen musst, damit du überhaupt das bekommst, was du eigentlich brauchst. Eigentlich brauchst du keine Nahrungsergänzungsstoffe, wenn du dich ausgewogen hast. Also ich sage euch mal, ich lebe auf dem Lande neben 2 Bauernhöfe. Mhm. Und wenn ich abends um 12 Uhr der Wagen höre, wo die Schweine und die Kühe in abtransportieren, das Geschrei der Tiere, dann isst du kein Stück Fleisch mehr. Und, du kannst ja auch vegetarisch leben. Aber du musst ja nicht es geht darum, wie gehen wir mit den Tieren um? Wie gehen wir mit unserer Umwelt um? Wie gehen wir mit die Ernährung, um die gemacht wird. Also das ist der wichtige Aspekt. Das ist ganz arg schon gegessen. Ja, aber das Problem ist ja nicht, wie gehen wir mit dem um, sondern was sind wir bereit zu zahlen? Ja. Der ja. Punkt ist, wenn ich 1 Kilo oder 2 Kilo Schweinehack für 99 Cent kaufen will, kann ich nicht erwarten, dass das Schaf ganz behutsam oder das Rind gestreichelt wird. Und dann aber die Frage ist ja auch, ob das so schön ist, wenn du so ein ganz tolles Leben hast und dann das Bolzenschussgerät kommt. Ja, aber die Menschen essen nun mal Fleisch. Es gibt unterschiedliche Arten, Tiere zu töten, aber das eine ist halt teuer und das andere eben nicht. Und wenn wir nicht bereit sind zu zahlen, müssen wir nicht auch dann noch da sitzen und sagen, finde ich gar nicht gut. Ich finde, es kann nicht sein, dass eine Schale Erdbeeren teurer ist als ein Kotelett. Das finde ich immer so. Ich finde, das muss jeder selbst entscheiden. Ja, vor allem müssen wir aufhören, immer anderen
so missionarisch die Welt zu erklären. Das finde ich total ätzend. Das ist aber nicht gut. Das wenn dann einer sitzt und sagt, Gefallen wie kannst du Kuhmilch trinken? Ja, das ist ja auch so. Das geht, aber es ist dann so und so halt. Genau. Aber ich finde es zum Beispiel mit dem Brot abends, ich mache ja auch, dass ich abends low-carb. Also ich esse abends weniger Kohlenhydrate. Ich bin aber auch jetzt kein Riesenbrot-Fan. Ich esse im Restaurant auch gerne den ganzen Dip auf. Ich brauche aber ich mag in Deutschland hat es schon gutes Brot. Ich liebe Kartoffeln. Ich liebe hast du schon mal das holländische Brot gegessen? Ja. Das kann man so ganz doll zusammendrücken. Ja, das ist schön. Mit aber das Streusel drauf. Nee, überhaupt nicht. Aber zum Beispiel könnte ich niemals so essen wie ihr, so diszipliniert. Niemals. Ich esse jeden Teller leer. Nee, ich nicht. Also das habe ich jetzt nicht. Ganz schlimm, leider bei mir. Und ich träume während des Heilfastens, habe ich schon zweimal von Brot geträumt, von frischem Brot. Und bin total erschrocken im Bett aufgewacht und dachte, hast du es jetzt gegessen? Hast du es gegessen? Ach nee, du schläfst ja. Oh, okay. Oh, kannst dich wieder beruhigen und so. Ich habe so wirklich von so frischem, tollen Brot. Brot ist mein... Ja, aber deutsches Brot, Brot ist super, wenn du das richtige Brot hast. Deutsches Brot ist schon was Leckeres. Brot, Kartoffeln. Ich mag eigentlich fast jede Nahrung. Ich auch. Also ich liebe Kohlenhydrate sehr. Ich könnte mir ein Leben ohne, also wenn ich immer so denke, ganz so hier, ohne ist ja auch wieder wenn falsch. Du so hörst von den Models, weißt du, die essen dann nur irgendwie so Eiweiß-Omelette, also ohne Eigelb, Eiweiß-Omelette. Das ist auch schon wieder Mangel, Algen ne? dran, bla bla bla. Nicht immer so, oh, das könnte ich nicht. Ja, ich wollte 17 aber auch Model werden. Hm? Wirklich? Hat nicht geklappt. Du? Verstehe ich nicht. Ja. Ich finde diese ganzen Berufe, wenn man denen schön, mal sagen würde. Wenn man ihnen mal zeigen würde, wie es wirklich ist. Und schön. Also Model sein ist ja nun das ätzendste. Also das ist auch kack. Also das ist das auch. Doch ein richtiger. Nein, aber sie sehen natürlich das, was im Fernsehen gezeigt wird. Und die zusammengeschnittene, Models Sendung. Dürfen nie eine warme Mahlzeit zu sich nehmen eigentlich. Das machst du ja auch nicht. Aber nur ich im ja Moment. Fast also du bist ja abends warm. Das ist ja nur im Moment. Genau. Na, ich fand es manchmal schon, wenn ich in der Altstadt in Köln rumlief und ich kam dann endlich mal wieder hier in der deutschen Gegend. Und ich, hören Sie mal, Sie sehen ja wirklich, also in Wirklichkeit, also ja, sehen Sie dünner aus. Im Fernsehen sind Sie ja richtig fett. Fernsehen trägt ja auch fett. Auf. Fett. Das stimmt. Auch jetzt denken alle Leute, mein Gott, was ist denn mit diesen vier aufgedunsenen Frauen los? Dabei sind Frauen wir in Wirklichkeit los. So. So, genau. In ja, echt, also wenn wir außerhalb dieser Kamera sind, sind wir und so. Und wenn du die Leute im Fernsehen siehst, die so sind, die sind ja Horror in echt. In echt und du ich denkst, auch persönlich, mein Gott, ist mal was. Wenn ich Frauen sehe, ich gucke mir lieber Frauen an, die ein bisschen mehr auf den Rippen haben, als die, die zu dünn sind. Und trotzdem wäre ich gerne selber zu dünn. Also ich gebe das offen zu, dass ich das schön finde. Wie viel Kilo wiegst du? Das kann man in Holland fragen. Ach so. Ja. Was würdest du denken? Ich denke, du wiegst. Boah, jetzt geht's aber runter. Ich lüge auf 69. Jeden Fall. Ich habe 2 Stunden gebraucht. Ehrlich, ja. Ganz schön gut. 69. 2 Kilo hast du dich verschätzt. Okay, top. 2 Kilo also weniger. Dann 67. 67. So, nächstes Thema. Aber soll ich euch sagen? Ihr müsst es nicht sagen. Keiner sagt mir was. Sagen. So, ja, reden wir. Ich stoß schnell. Aber ja, weißt du, und da kommen wir wieder bei meiner Großmutter. Meine Großmutter hat gesagt, jede Saison, also jeder Zeit in einem Jahr, liefert Produkte. Wenn man die Produkte in diesem Jahr so verteilt, dass wenn sie wachsen und gedeihen in der saisonal, Natur, regional, saisonal, ja, genau, dann hat man eine ausgewogene Ernährung. Ich versuche grundsätzlich saisonale Produkte immer. Ja, und dann hat man eine ausgewogene Ernährung. Und wenn man dann merkt, dass man allergisch ist für Bananen oder für Kabeljau, dann gibt es ein Leben ohne Banane und dann Kabeljau. Genau. Mareike, sag bitte noch einmal zum Schluss der Sendung Kabeljau. 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 Jetzt sagst du was du eben gesagt hast. Ist es jetzt vorbei? Was das? Ja. Ist es jetzt wirklich vorbei? Nein, es ist nicht vorbei. Aber ich fand's schön mit euch. Aber die Mareike beendet trotzdem, die Sendung ist nicht vorbei, aber Mareike Amado beendet sie hier. Ja, genau. Es ist nicht vorbei, aber ich fand's schön. Ja. Stell mal vor, da werden wir Holländer. Das schmeckt ja auch, als wir noch ein bisschen. Oh, Spaß. Genau. Mach da mal schön, wenn man kalt ist.